Wertes Präsidium, meine Damen und Herren Abgeordnete, verehrte Gäste und Zuschauer. Mit dem Beteiligungsbericht legte die Landesregierung Ende letzten Jahres eine Übersicht aller privat- und öffentlich-rechtlicher Gesellschaften mit unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung vor. Dieser Bericht ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer effizienten Beteiligungssteuerung und Kontrolle. Daher begrüßen wir diese Initiative ausdrücklich. In 11 Sitzungen hat sich der Finanzausschuss eingehend inhaltlich mit dem Bericht beschäftigt. Die detaillierte Darstellung findet sich im vorliegenden Ausschussbericht, sodass ich an dieser Stelle einige allgemeine Aspekte nennen kann, die unserer Fraktion besonders wichtig sind. Zunächst zum Berichtsaufbau selbst. Zu den Beteiligungen wird in einer kurzen Sachdarstellung der Unternehmensgegenstand sowie eine Rück- und Vorschau dargestellt. Weiterhin werden die Anteile aller beteiligten Gesellschafter sowie die Mitglieder der Aufsichtsräte benannt. Der Punkt Geschäftsführung ist wohl der größte Kritikpunkt, denn diese Angaben sind regelmäßig lückenhaft. Nun will ich keine Neiddebatte aufwerfen, wie es die eher linken Kräfte in unserem Land gerne tun. Dass eine Geschäftsleitung eine angemessene Vergütung erhält, ist richtig und wichtig. Schließlich ist sie verantwortlich für zahlreiche Mitarbeiter und deren Familien. Darüber hinaus haften Geschäftsführer in ernsthaften Schieflagen auch persönlich. Und in Unternehmen in öffentlicher Hand stehen sie zudem unter besonderer Beobachtung. Gleichzeitig gehört zu den Unternehmungen des Landes im Gegensatz zu Privatunternehmen ein erhöhtes Interesse an Transparenz. Und das gilt auch für die Vergütung der Geschäftsleitung. Wir haben im Rahmen des Finanzausschusses, und der Minister hat es gerade auch erwähnt, daher angeregt, in künftigen Berichten Kennzahlen aufzunehmen, die den Lohnanteil der Beschäftigten und die Vergütung der Leitungsebene darstellen. Mittels solcher Kennzahlen und den bereits dargestellten Bilanzzahlen lassen sich Rückschlüsse auf eine angemessene Geschäftsführerbezahlung ziehen, wie es beispielsweise das Steuerrecht einfordert. Die Mitglieder des Finanzausschusses schlossen sich einhellig unserem Vorschlag an und wir freuen uns über dieses Bekenntnis zu mehr Transparenz. Im Detail werden Unternehmensbeteiligungen offenkundig, die zumindest diskutabel sind. Die Landeshaushaltsordnung schreibt vor, dass das Land nur privatwirtschaftlich tätig werden darf, wenn ein besonderes Interesse des Landes vorliegt. Was dieses besondere Interesse ist, ist schwierig abzugrenzen. Daher sehen wir auch einige Beteiligungen kritisch. Beispielhaft wäre hier die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH. Zum Unternehmensgegenstand wird ausgeführt, Zitat, zentraler Zweck der nicht gewinnorientiert arbeitenden Gesellschaft ist, den Klimaschutz zu fördern, sowie die Umsetzung der Energiewende und der energiepolitischen Konzeption im Land und des Aktionsplans Klimaschutz mitzugestalten. Nicht nur, dass es zahlreiche gemeinnützige Verbände und Vereine gibt, die sich dieses Themas annehmen, auch im Bereich der Klima- und Energieberatung gibt es auf dem freien Markt ein breites Feld von Anbietern, die genau das oder sogar noch mehr leisten können. Etwas zugespitzt könnte man formulieren, ob diese Einrichtung nicht lediglich ein Propagandawerkzeug der Landesregierung ist, die verkorkste Energiewende doch noch schön zu reden. Ungeachtet dessen ist der vorliegende Bericht ein erster Schritt in die Richtung Transparenz und Beteiligungskontrolle. Im Finanzausschuss wurden mehrere Vorschläge und Wünsche geäußert, wie der nächste Bericht dann noch besser wird. Wir freuen uns schon heute auf diese Lektüre. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.